Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man bei einem Audi A4 Ambientebeleuchtung nachrüstet. Und so sieht das Ganze aus. So, um die Ambientebeleuchtung hier unten zu verlegen, tun wir hier einmal die Leiste abmachen. Fangen von hier an. So, und ziehen das nach vorne raus, weil hier so ein Haken ist. So, schrauben hier die 1, 2, 3, 4 Kreuzschrauben ab. So, als nächstes müssen wir jetzt hier unten die Kappe abnehmen und sehen hier unten zwei Kreuzschrauben. So, und schrauben die ab. Thank you.
So. So, als nächstes müssen wir jetzt hier unten die eine Schraube abschrauben. Hier unten befindet sich auch eine Kreuzschraube. Da. So, und die schrauben wir auch ab. So, als nächstes tun wir die Verkleidung raushebeln. Und das einmal hier rein. So. Und ziehen das Ganze hier einmal raus. So, nehmen hier einmal vom Türgriff das Seil raus. So, und anschließend die ganzen Stecker. So, als nächstes müssen wir hier ein Loch reinbohren, damit wir die ambiente Beleuchtung von hier nach hierhin verlegen können. Bohren die hier rein. So, und verkabeln jetzt die ambiente Beleuchtung. So, anschließend nehmen wir eine kleine Schraube und tun die ambiente Beleuchtung hier befestigen. So, und verkabeln nun das Ganze. So, wir haben jetzt einen Stecker genommen und haben das Ganze hier Plus und Minus dran gemacht. Und das Ganze hier einmal verkabelt, sodass die ambiente Beleuchtung hier rausguckt. Und verkabeln jetzt bei der Tür das Ganze. So, das Gleiche machen wir hier am Kabelsatz. Nehmen einmal blau-rot. Ich hoffe, das sieht man. Blau-rot. Am besten sage ich euch die Pinne, welche man da nehmen muss. Das wäre dann Pin 1. Und Pin 5. Die zwei Pinne nimmt man. Und hier haben wir auch jeweils Plus ist das blau-rote, also Pin 1 ist Plus. Und Pin 5 ist Masse, Minus. Da machen wir das Ganze auch dran, damit wir hier eine Steckverbindung haben. Ja, und können nun anschließend die Verkleidung wieder dran machen. So, anschließend nehmen wir die ambiente Beleuchtung, stecken die hier zusammen. Dann haben wir die ambiente Beleuchtung schon mal angeschlossen, verkabeln hier alles gut, setzen das hier rein. So, tun hier den Stecker wieder dran. So, der kommt hier hin. So, stecken alles wieder zusammen. So, das kommt hier wieder rein. Also alles wieder richtig rum reinstecken, so wie es auch war. So, vergesst nicht, den Türgriffseil wieder dran zu machen, und zwar so hier wieder reinhaken und anschließend hier reinklipsen. So. So, achtet darauf, dass bei euch die Klammern alle wieder drin sind. Hier, hier und die da unten. Genauso wie hier. Die Klammern. So, setzen den jetzt erstmal oben rein.
bauen das wieder rein. So, und schrauben jetzt anschließend wieder die unterste, die zwei Schrauben und die Schrauben hier oben wieder fest und tun anschließend die LED, die bzw. die Ambientebeleuchtung hier verlegen. So, anschließend nehmen wir eine Schere und tun hier ein bisschen von dieser Ambientebeleuchtung abschneiden, damit das unter der Leiste besser liegt und die Leiste nicht hochdrückt. So, nur so ein bisschen. So, drücken das hier rein und legen das gleich so unter die Leiste. So, wir nehmen die Leiste, machen die hier rein, gucken so, dass wir die passend haben. So, drücken die Leiste rein. Und anschließend die hier reindrücken. So, und so sieht das Ganze aus. Im Endeffekt kann man hier unten die Leiste dann einfach abschneiden und die leuchtet trotzdem weiter. Und jetzt begeben wir uns nach hinten. So, wir haben folgendes Problem. Wenn wir vorne die Ambientebeleuchtung verlegt haben, haben wir hinten, vorne haben wir ja elektrische Fensterheber, hinten haben wir nicht, keine elektrischen Fensterheber. Ja, mechanisch. Das bedeutet, wir müssen Kabel von vorne nach hinten ziehen, das zeige ich euch auch. Und das bedeutet, wir müssen jetzt die Tür erstmal rausnehmen. Also nehmen wir die Tür raus. Um die Tür rauszunehmen, tun wir jetzt erstmal den Stecker abmachen. Dann schrauben wir hier eine Schraube raus und hier unten eine, aber das zeige ich euch und nehmen jetzt erstmal das Kabel hier raus. Tun das Ganze hier einmal ab. So, hier sind solche vier Klammern, die man reindrücken muss. Ich hoffe, das sieht man. Hier sind solche Klammern, die man reindrücken muss. Aber vorsichtig, die brechen auch gerne. So, anschließend müssen wir jetzt hier drauf drücken, diesen Pin, und können das Kabel abziehen. Ich muss mal gucken, wie ich hier mit der Beleuchtung klarkomme. So, wir können das Ganze hier auch schon abziehen. Hier ist der Pin, wo man drauf drücken muss. Den sieht man. So. Ja, und jetzt tun wir das hier einmal abnehmen, diese Stopfen, so. So, anschließend nehmen wir eine 6er Nuss, eine Verlängerung und eine kleine Ratsche und schrauben hier die eine Schraube raus. So, lösen das Ganze, schrauben die Schraube raus. So, und unten müssen wir diese eine Schraube. So, wir nehmen einen 45er Torx Bit mit einem 10er Ringmaul Ratschenschlüssel und schrauben diese eine Schraube hier ab. So, und schrauben diese eine Schraube hier ab. So. Ja, und anschließend können wir die Tür einfach hochheben und rausnehmen. So. Um hinten Strom zu bekommen, müssen wir jetzt die ganzen Verkleidungen ausbauen und halt, wie wahrscheinlich auch, dann ein Kabel von hier langlegen zur Tür, damit wir Strom haben. So, machen wir hier die Verkleidung ab.
machen das Ganze einmal ab. So, nehmen den Teppich raus. So, nehmen jetzt anschließend hier die, ja, da wo man den Fuß abstellt, die Verkleidung raus, nehmen die Verkleidung raus. Da befindet sich eine Kreuzschraube, die wir abschrauben. Die Kreuzschraube. Nehmen das Brettchen nach oben raus. So. Nehmen das einmal raus. Können anschließend hier die Verkleidung raushebeln. So. Müssen jetzt hier oben, müssen jetzt erst diese Verkleidung hier abmachen. So, einfach abziehen. Könnte passieren, dass wie bei mir die Klammern da drinnen bleiben. Die müssen wir anschließend rausholen, genauso wie die da oben. Die Klammern rausholen und hier wieder reinsetzen. So, und jetzt können wir die untere Verkleidung einfach rausnehmen. So. Wir haben somit die Verkleidung raus. So, und können hier, wie ihr seht, an die ganzen Kabel dran. Ich zeige euch gleich, an welches Kabel wir dran müssen. Und das ziehen wir dann nach hinten einmal durch. Anschließend müssen wir jetzt hier diese Verkleidung rausnehmen. Da tun wir einmal hier oben die Verkleidung rausnehmen und können die dann anschließend nach oben rausnehmen. So, hebeln das hier einmal so raus. Vielleicht hier von der Seite. Zack. Das gleiche hier. So, drücken das hier einmal zur Seite, können den jetzt anschließend nach oben rausnehmen. So, um euch einmal zu zeigen, wie das Ganze hier dran sitzt, und zwar habt ihr hier einfach zwei Klammern, die hier in diesen Löchern, Schlitzen drinnen sitzen, jeweils hier und auf der anderen Seite. Da. Ja, und das drückt ihr einfach zur Seite und könnt die Verkleidung nach oben rausnehmen. So, anschließend nehmen wir ein Kabel. Tun das abisolieren, weil wir das als Massekabel brauchen. Tun hier einmal so, machen das hier einmal als Massekabel. So. So, und bauen das Ganze einmal ein. So, wir nehmen jetzt anschließend eine kleine Ratsche mit einer Verlängerung und eine 11er Nuss. Schrauben das hier einmal ab, die Mutter. So, schrauben die Hutmutter einmal ab, nehmen jetzt das Kabel, was wir gemacht haben, so, und setzen das hier an, damit wir Masse haben. Man könnte natürlich jetzt auch irgendein Kabel durchsuchen, was Masse hat, aber ich fand das hier so ganz gut, dass man eine eigene Masse macht. So, und ziehen das Ganze wieder fest. So, und versorgen. So, und machen jetzt die Plusversorgung. Die Stromversorgung nehmen wir vom blau-violetten Kabel. Wir tun jetzt hier eine Sicherung rein. Hier die Steckverbindungen habe ich schon gemacht. Kneife das hier jetzt durch, nehme die zwei Kabel, mache sie auf diesen Pin drauf, in diese Steckverbindung,
stecken das zusammen, so dass wir das Ganze einmal vorsichtshalber abgesichert haben, gehen von hier aus nach hinten und nach rechts zur hinten, rechts zur Tür. So. Machen das Ganze hier jetzt einmal fertig. So. Man kann das natürlich auch nicht mit Steckverbindungen machen, sondern kann man auch zusammenlöten, wie in den anderen Videos gesehen. Aber mit Steckverbindungen, so ist es eigentlich richtig. Deswegen habe ich mir das Ganze auch zugelegt, um das Ganze einmal richtig zu machen. Ja, stecken das Ganze jetzt zusammen. So, wir haben jetzt hier das Ganze einmal abgesichert, Steckverbindungen gemacht. Da, wo die Steckverbindungen sind, könnt ihr auch ganz einfach zusammenlöten. Aber wie gesagt, mit Steckverbindungen ist richtig, das so zu machen. Wir brauchen zwei Kabel. Einmal, also zwei Pluskabel. Einmal das Kabel, was zur hinten links zur Tür geht. Und einmal das, was hinten rechts zur Tür geht. Das Kabel müssen wir hier hinterm Radio zur anderen Seite schmeißen. Und die zwei Kabel tun wir jetzt zusammen isolieren und verlegen das Ganze jetzt nach hinten. Das Kabel habe ich jetzt abisoliert. Und tun das jetzt einmal hier unten verlegen und gehen dann zur Tür raus. So, nehmen den Teppich hier einmal raus. So, legen das Ganze hier einmal drunter. So, und können jetzt anschließend die Kabel . Man könnte natürlich auch extra Pinne bestellen und das Ganze so machen, dass man über Pinne zur Tür das Ganze macht. Aber ich versuche so zu zeigen, dass es jeder nachmachen kann. Deswegen zeige ich das Ganze einmal so. Das ist kacke. Entweder hier durch oder hier unten. Ich finde hier unten besser, weil hier hat man dann nicht diese Knickstelle, wenn man die Tür immer auf und zu macht. Beziehungsweise die wird ja so aufgemacht, hier hat er viel mehr Spiel. Natürlich nicht blank dran lassen, weil das ist ja das Pluskabel. Wenn es an Masse kommt, dann gibt es ja einen Kurzschluss. Haben wir zwar vorsichtshalber abgesichert, aber das Ganze nochmal isolieren. So, als nächstes müssen wir jetzt die Türverkleidung rausnehmen. Tun wir als erstes an der Fensterkurbel hier mit einem kleinen Schraubenzieher hier unten rein und können den einmal hochhebeln. Wir haben somit die Verkleidung ab. Schrauben jetzt hier den Torx ab. So, wir nehmen einen 25er Torx und schrauben die Schraube hier einmal ab. So, als nächstes nehmen wir einen Kreuzschraubendreher und schrauben hier die Kreuzschraube raus. Um die Türverkleidung abzunehmen, ist natürlich am besten, wenn die Tür drinne ist, also wieder eingebaut ist. Kurbel abnehmen, hier unten die eine Kreuzschraube, anschließend die Leiste abnehmen. Einfach ziehen und hier dann zur Seite ziehen und hier die zwei Kreuzschrauben abschrauben.
so einen Plastikhebel, setzen den unten an und ziehen das Ganze einmal ab. So. So. So, und können das Ganze nach oben abziehen. So. Das Seil ab für den Türgriff, nach vorne ziehen und raushebeln. Und das Kabel für den Lautsprecher. Hier sind so zwei Pinne, die man reindrücken muss. Und ziehen das Ganze nach oben ab. Das war's auch schon. So, anschließend schrauben wir mit einem 25er Torx den Lautsprecher raus, damit wir an das Kabel drankommen, um es hier einmal zu verlegen. So, anschließend müssen wir jetzt von hier drinnen die Dichtung einmal rausdrücken. Das sind vier Klammern. Reindrücken. So. So, können jetzt hier das Kabel durchziehen, hier reinziehen und dann haben wir das Ganze schon in der Tür drin. So, ziehen hier die Kabel einmal durch und können dann die Kabel hier weiter durchverlegen. So, wir können das Ganze hier wieder reinklipsen. So, und den Stecker hier wieder reintun. So. So, und machen den hier einmal drauf. Somit alles verlegt. Machen jetzt anschließend hier die Kabel einmal raus. So. Und tun das Ganze drinnen einmal mit den Originalkabeln zusammen mit Kabelbinder machen, damit er an die Scheibe nicht drankommt. So, wir haben jetzt die Kabel, das Massekabel und das Versorgungskabel für hinten links für die Tür einfach gekappt und hier einen Stecker dran gemacht, weil wir für das Armaturenbrett hier oben, sieht man das? Für hier oben dieses kleine Stück auch ambiente Beleuchtung haben wollten. Deswegen mussten wir das Ganze kappen und haben hier eine Steckverbindung gemacht und haben die ambiente Beleuchtung angeklemmt, damit man sehen kann, von wo man Strom nimmt. Und legen das Ganze jetzt einfach nach oben lang. So, auf der Beifahrerseite haben wir jetzt von der Fahrerseite das Kabel hier hinten durchgezogen.
Kann man ganz einfach durchziehen. So. Haben dann hier einen Stecker gemacht, wo wir die Ambientebeleuchtung dran geklemmt haben. Nehmen hier das Massekabel hier an den Massepunkt. Machen den da dran. So, und das hier sind die Kabel für die hintere Tür, die wir hier genauso wie auf der anderen Seite hier entlang gelegt haben. So, und haben somit alles verkabelt und können das jetzt hier wie auf der Fahrerseite hier entlang legen und hier die Ambientebeleuchtung hineinbauen. Schrauben jetzt hier den Massepunkt ab mit einer 10er Nuss. So, machen das Massekabel hier dran. So, und ziehen das Ganze wieder fest und legen die Ambientebeleuchtung jetzt oben lang. So, wir haben das Ganze jetzt schon zusammengebaut. Das Handschuhfach wird so abgenommen, dass hier 1, 2, 3 8er Schrauben sind. Genauso wie hier unten 2 8er Schrauben. Die einfach abschrauben und dann könnt ihr das Handschuhfach schon rausnehmen. Die Klappe lässt sich wie auf der anderen Seite einfach abziehen. Und so haben wir das Ganze hier verkabelt und unten versteckt. Und haben hier ein Loch durchgebohrt. So, machen hier den Stecker drauf und tun das Ganze jetzt anschließend einfach wieder rückgängig zusammenbauen. So, anschließend machen wir die Leiste wieder rein. Tun das hier reinschieben und die Leiste nach oben hin. Beziehungsweise die machen wir später. So, und drücken das hier rein. Ja Leute, bei dem Audi ist es etwas komplizierter, die Ambientebeleuchtung zu verlegen, weil wir hinten mechanische Fenster immer haben. Das bedeutet, wir müssen von vorne nach hinten Kabel ziehen. Seht ihr alles im Video. Kauflink mache ich euch unten in die Beschreibung. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.